Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Big Frank Gaming. Hier bin wieder ich, euer Big Frank. Und wir sind wieder mittendrin in Pokémon Legenden Arceus. Beim letzten Mal haben wir uns ein wenig in der Story und im Grind verloren. Das tut mir leid. Heute geht es ein bisschen schneller voran, hoffe ich mal. Ja, wir mussten auf jeden Fall neue Bälle mitnehmen. Daran blieb ja nichts. Ich sag mal, da gab es kein Vorbei dran. Ja, wir mussten jetzt irgendwas finden für neue Bälle noch. Und die Geschichte, die wir erzählt gekriegt haben von König Axanthor, dem König des Waldes, war jetzt auch nicht gerade kurz. Also... okay, das war also... wir nehmen doch Fallschaden. Können wir doch nicht überall so, wie wir wollen, rauf und runter jumpen. Gut, muss ich ein bisschen aufpassen. Aber im Großen und Ganzen klappt das schon ganz gut. So, ja, Frankie muss natürlich trotzdem, auch wenn wir eigentlich auf der Jagd nach König Axanthor sind, zusehen, dass er hier im Spiel weiterkommt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall alle Pokémon gefangen haben. Ach, Paras ist ein Level 10. Das hatte ich mir jetzt aber etwas besser vorgestellt, das Paras. Oh, da kriege ich auch direkt ein Parasekt dazu. Greif mich denn da an? Trotzdem ein Paras. Ja, stimmt, Paras war ja ein Gift-Pokémon. Gut, Staravia Aeroas. Zeigt diesem Paras, was ein Pokémon ist. So, Parasek könnte aber durchaus interessant sein. Was uns den Rücken zudreht, sollten wir es mit einem Schwerball bewerfen, glaube ich. Einfach mal probieren. Okay, der Schwerball ist zu schwer. Oh, das Paras wirkt irgendwie sauer, das Parasek. Boah, diese Schwerbälle sind aber echt. Dann, mein liebes Parasek, würde ich sagen, es ist Zeit für einen Angriff. Oh, Level 30. Eieieiei. Ob ich mich damit schon hätte anlegen sollen? Pff, Staravia wurde besiegt. Das ging schnell. Dann nehmen wir Luxio dafür. Ich weiß nicht, ob das klappen kann. Setzt Pilzspure ein. Das war ein Igelangriff, ne? Ja, ich möchte einen Schwerball werfen. Dafür habe ich mir die Dinger ja gebaut. Es sieht schlecht aus. Fuba. Wow. Böse. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gleich ganz dringend flüchten muss. Versuchen wir es mal mit Hypnose. War ja klar, die Attacke geht vorbei. Nochmal den Schwerball versuchen. Bleib da drin jetzt.
Natürlich nicht. Was kann ich denn noch tun? Vielleicht mit einer Wasserdüse noch mal versuchen. Das ist nicht sehr effektiv, der Sternenschauer. Die Pilzspore. Ja, aber das ist okay. Bleib doch da drin, verdammt. Bleib da drin. Wieder nicht. Tempotechnik, okay. Ich glaube, wir werden jetzt Game Over gehen, aber... Ich sag mal, den Versuch war es auf jeden Fall wert. Level 30 Parasekt zu fangen. Auch wenn es mir nicht gehören, gehorchen würde. Kampf, Trugschlag. Oh. Ich will es ja nicht besiegen, ich will es ja fangen. Das ist das Problem. Damiplex, Konfusion. Oh, bitte nicht. Ich glaube, ich muss weg. Das bringt so nichts mehr. Verdammt, das Problem ist. Wie komme ich jetzt irgendwo hin zurück, wo ich meine Pokémon heilen kann? Ich glaube, nur über die Schnellreise, ne? Kann ich denn... Ja, ich hab's mir fast gedacht. Wenn ich verfolgt werde, geht das nicht.
Nein, du entdeckst mich da hinten nicht. Das wäre fast unser erstes Game Over geworden. Na, die Anhöhenbasis reicht, glaube ich. Ausruhen. Bis zum Mittag. Deine Pokémon haben sich ausgeruht und sind wieder putzmunter. Okay. Auf zum neuen Versuch. Haben die Bäume denn irgendwie hier? Nein. So schnell ging das nicht. Okay. Naja, geben wir es zu, der Versuch, das Parasekt zu fangen, war durchaus legitim. Ist ja auch ganz nett, dass wir jetzt ein paar Informationen darüber haben, aber Level 30 war noch eine Hausnummer zu hoch, würde ich behaupten. Da ist es. Ein aufgeschrecktes Kleinstein stürzt sich auf dich. Staravia, Eroas. Das war nicht sehr effektiv. Dafür gibt's einen Steintackle. Und den Ruckzuckieb gleich hinterher. Dann gibt's den Luftschnitt. Oh, da gibt's von oben Eroas. Ach, verdammt, das sind zwei, die sich mit mir anlegen wollen hier. Oh, Luxio war, glaube ich, jetzt nicht die richtige Wahl. Dann bleibt mir nichts anderes über, als das Kleinstein einzufangen auf Level 12. Ist eh stärker wie mein Kleinstein jetzt. Wunderbar. Luxio muss ein Eroas verkraften und darf danach den Donnerschock einsetzen. Gegen das Level 15 Staravia. Das darfst du selber fertig machen. Wunderbar. Was können wir denn herstellen? Beleber. 5 Stück. Tränke. Naja, 2 Stück. Ein Schwerball und das war's. Macht aber nichts, weil wir setzen den Beleber für Staravia ein. Ich wollte gerade sagen, haben wir keine normalen Tränke mehr. So, wunderbar. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Dann werde ich dich jetzt als Dankeschön, dass ich dich nicht fangen konnte, fertig machen, mein Freund. Staravia, Luftschnitt. Ja, Staravia wurde besiegt. Dafür habe ich Beleber dabei. Luxio, du bist dran. Donnerschock. Oh, das tut dem Parasekt nichts. Blöd.
dann gibt es einen Kraftruckzuck-Hieb. Geht nicht, weil Luxio am Schlafen ist. Na toll. Dann gibt es jetzt Driftlon. Müssen wir gleich zwei beleben. Macht nichts, kriegen wir hin. Konfusion mit Kraftattacke. Setzt der wieder Pilzschwore ein. Und Giftschock. Und nochmal. Naja, schade. Driftlon ist wirklich eingepennt. Und wurde dadurch auch besiegt. Ruckzuck-Hieb mit Kraft. Vanillin gib's ihm. Ein EP-Bonbon M. Oh, Otaru kann sich entwickeln. Erstmal beleben wir wieder, was nicht mehr fit ist. Ja, Rache ist so Blutwurst, nicht wahr, Leute? Rache ist so Blutwurst. So. Wenn ihr die Folge schaut, wäre es ganz nett, wenn ihr mir mal ein kleines Feedback hinterlasst. Wie findet ihr die Folge? Und was haltet ihr davon? Von dem Spiel? Und natürlich auch gerne, was ihr von meinem Kanal haltet und so weiter und so fort. So, Driftlon ist aufgestiegen. Dadurch werden wir schon um einiges stärker. Das EP-Bonbon von dem Elite-Pokémon war schon ganz gut. Jetzt darf erstmal Otaru sich entwickeln. Und bam. Glückwunsch, du hast Otaru zu einem Zwotronen entwickelt. Das ist schon ganz nice. Damierplex müsste sich noch entwickeln. Haben wir denn noch irgendwas hier? EP-Bonbon S. Boah, da können wir einen Damierplex einsetzen, ne? Gibt nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Dann kommt Damierplex wieder was ran. Du willst mich angreifen? Okay, bitteschön. Dann Wasserdüse. Wird gekontert mit Giftpuder. Okay. Krafttackle. Paras wurde besiegt. Ja klar, Zwotronen wird durch das Gift versetzt. Trugschlag. Volltreffer. Ja, da werfen wir einen Pokéball. Und da sammeln wir das Paras ein. Wunderbar. Ups, das war jetzt nicht der Sinn der Aktion. Das war eigentlich der Sinn der Aktion. Ah,
Hast du schon mal einen Baum gesehen, der schwankt und wackelt? Ich glaube, dass in den meisten Fällen ein Pokémon dahinter steckt, das sich an den reifen Beeren im Geäst zu schaffen macht. Dann schauen wir doch mal, ob wir Zirpeise in unser Team aufnehmen können. Oh, Aeroass. Das hätte ich jetzt von einem Zirpeise nicht erwartet. Ja, das Zirpeise fangen wir uns. Und das haben wir auch bekommen. Wunderbar. So, Bamelin Levelaufstieg. Achso, ja klar, ist aufgestiegen. Ach, und ich werfe wieder so eine blöde Beere anstatt ein Pokémon. Ich werfe auch alles durch die Gegend hier, wa? Na, wieder aufheben kann ich das Ding leider nicht. So, aber... Zwotronen braucht definitiv einen Trank, bevor wir es wieder einsetzen können. So, das haben wir erledigt. Ja, ja, verschwindet ruhig, Staralilis. Von euch habe ich echt gerade kein Interesse. Dafür aber an den ganzen Sachen, die hier rumliegen. Glänzt irgendwas. Wenn irgendwas glänzt in Spielen, sollten wir uns das angucken. Ach, das ist dieser Schwarzstein. Okay. Also gar nichts so Besonderes. Ich dachte jetzt, da wäre irgendwas Außergewöhnliches. Aber das Zeug braucht man natürlich für die Schwersteine herzustellen, für die Schwerbälle herzustellen, ne? Da werden wir also nicht drum rumkommen. Naja, Zubat hat uns gesehen. Und Zubat will scheinbar auch Ärger. So, Bamelin, Kampf, Wasserdüse. Und Zubat fangen. Wir müssen ja noch einiges an Zubats fangen und in unseren Pokédex aufnehmen. Damit unsere Pokémon stärker werden. So, jetzt sollte ich aber wirklich mal gucken wieder, wo ich eigentlich hin muss. Jedes Mal stellt er auf die Beeren um. Verlorene Items. Okay. Pikachu. Du gehörst mir, mein Freund. Dich will ich haben. Sternschauer. Wow.
ist auf jeden Fall schon echt ein nehmen wir direkt einen Schwerball für. Ein echt auffälliges Pokémon. Und bleib da bitte bloß drin. Jetzt bin ich glücklich. Die Folge hat sich gelohnt. PKP. So, wie komme ich da hinten rüber? Hier springen auf jeden Fall nicht. Aber ich finde es gut, dass wir springen können und uns umbringen können, theoretisch durch den Sprung. Nicht, weil ich mich gerne umbringen möchte, sondern einfach nur, weil es möglich ist und realistisch. Ich finde, das gesamte Spiel ist sowieso ein ganzes Stück realistischer und dadurch auch deutlich immersiver geworden. Also ich finde es deutlich besser als alte, ältere Pokémon-Spiele. Ich bin da echt begeistert bisher von. Naja, ist okay. Lass es kommen, das Kleinstein. Wasser war effizient, nicht wahr, gegen Stein. Ich glaube, ich werfe einfach mal ein Bällchen. Level 15 könnte sein, dass meins schlechter war. Ich weiß es nicht mehr. Oh, eine Elite-Bidiza. Wollen wir doch mal schauen, welches Level du hast, mein Freund. 16, ein Bidifass ist das, kein Bidiza. Wasserdüse. Oh, da passiert fast gar nichts. Dann wechseln wir doch. Auf das Driftlon. Oh, Eissturm. Ist auf jeden Fall sehr effektiv. Wir können einen besonders starken Erstauner als Geistattacke einsetzen. Auch nicht schlecht. Hat keine Wirkung. Super. Ja, das war jetzt so nicht geplant, dass das gar keine Wirkung hat. Dann wirst du mit einem Elektro-Pokémon rechnen müssen, mein Freund. Nee, mit einem Wasser-Pokémon, okay. Zertrümmerer. Gegen das Tackle. Okay. Und der Zertrümmerer scheint gut zu sein. Okay, dann gucken wir mal, ob wir Bidifass kriegen. Das wäre schon was, ne? So ein Elite-Pokémon zu fangen. Leute, wir haben ein Elite-Pokémon gefangen. Das finde ich jetzt sehr gut. Das gefällt mir. Aber wir müssen natürlich durchaus jetzt
Nein, das ist ein SEP-Bonbon. Das können wir auf Damirplex anwenden. Ja. Wir müssen jetzt natürlich wirklich zusehen, dass wir hier ein bisschen Leben ins Spiel bringen. Driftlon braucht erstmal einen Beleber. Naja, ich sag mal, Driftlon ist jetzt auch nicht so das geilste Pokémon bisher, ne? Also in der Edition scheint es jetzt nicht so effizient zu sein. Es sei denn, wir haben wirklich was, das echt schwach ist. Gegen Psycho-Attacken. Gut. Wir sollten weiter in Richtung unseres Ziels laufen. Das sind aber noch 200 Meter. Das ist weit, weit, weit. Daher werden wir in der Folge jetzt nicht mehr mit fertig, denke ich. Da können wir an der Stelle im Prinzip die Folge auch eigentlich beenden. Ne? Ja, ist schon echt lange jetzt unterwegs hier und ich denke, es ist okay für die Folge. Wir haben jetzt viele neue Pokémon gesehen, wir haben auch vieles geschafft und einiges gefangen, gut gekämpft, bisschen gegrindet. Wir haben fast Game Over gegangen und oh, ich denke doch, es ist viel passiert. Gut, unsere Reise wird noch ein paar hundert Meter dauern. Bis dahin sage ich erstmal danke, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Am besten abonniert ihr einfach den Kanal. Dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn die nächste Folge erscheint. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, euer Big Frank von Big Frank Gaming. Ciao, ciao.